Hey Leute, ich bin's wieder, euer Juju Vogel und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, aber heute zu einem anderen Spiel und keinem Kommen, sondern Adopt Me. Leute, es gab ein riesen Update, das ist mir echt nicht aufgefallen, denn ich habe das Spiel ja schon länger nicht mehr gespielt. Und das Allercoolste ist, schaut mal, das ist der gestiefelte Kater. Und ich rede jetzt mit ihm und er sagt, hallo an alle, ich weiß, ich bin jetzt wirklich die legendäre gestiefelte Kater. Ich habe viele Abenteuer, die große, weite Welt entdecken. Und jetzt, was? Wo sind seine Stiefel? Das frage ich mich. Auf jeden Fall hat er hier ein bisschen was zu sagen. Okay, da ein bisschen, da, ja. Und ich muss, was? Ich muss Dinge suchen? Okay, gar kein Problem. Aber was genau muss ich denn machen? Okay, ich habe einen glorreichen Preis für die mutigsten Personen, die mir alle 5 meiner verlorenen Gegenstände zurückbringen. Mama Luna hat viele Katzen, die einen... Oh, okay. Das heißt, ich muss hier anscheinend Sachen zurückfinden. Oder irgendwie finden. Okay, hier steht, finde die alle 5 fehlenden Gegenstände, um eine Perserkatze zu adoptieren. Boah, wie cool ist das denn, Leute? Habt ihr das gesehen? Ich muss hier oben links den Hut, die Stiefel, den Degen, eine Feder und den Stern finden. Okay, und wenn ich die gefunden habe... Dann kann ich anscheinend eine Perserkatze adoptieren. Das ist ja voll cool, oder? Also, Leute, ich habe das Spiel schon länger nicht mehr gespielt, wie ihr sehen könnt. Und anscheinend gibt es hier echt viele Updates. Und da ist auch nochmal so ein Haus, das kenne ich ja normalerweise gar nicht. Und schaut euch das dann mal an. Da schauen wir auf jeden Fall nach dem Spiel hier vorbei. Okay, so sind jetzt nur noch 5 Sekunden. Und mal schauen, wo ich die ganzen... Und ob ich die ganzen Sachen finde. Okay. Oh, ich habe nur 2 Minuten. Wo sind die denn? Ich schaue einfach nur mal, wo können denn die Gegenstände sein? Oh nein, die laufen alle da hinten hin. Okay, gut. Dann werden die wahrscheinlich da hinten irgendwo sein. Ich laufe den einfach mal nach. Vielleicht haben die das Spiel ja schon mal gespielt. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Oh, da sehe ich was. Nee, was? Ist da irgendwas? Hä? Wieso gucken die alle hier in diese Löcher rein? Oder muss dann das... Ist das auf Zeit? Hä, wie geht denn das? Oh Mann, wieso... Wieso finde ich denn nichts? Also man kann hier ja gar nichts machen. Hä? Okay, oh Mann, ich finde hier ja gar nichts. Ist ja echt unfair. Muss dann schneller sein als die anderen? Das glaube ich nicht, oder? Aber da muss doch irgendwas sein. Aber wie geht denn das jetzt? Der eine hatte hier einen Degen. Irgendwas muss man hier doch machen können. Ja, okay, nein, doch nicht. Okay, oh nein, jetzt ist so wenig Zeit und ich habe gar nichts gefunden. Oh nein, leider habe ich gar nichts gefunden. Das ist ja... Ich habe nichts gefunden, Leute. Habt ihr das gesehen? Na toll. Okay, gut, dann... Mal schauen, wann das nächste Spiel beginnt. Das war jetzt ja aber echt Pech gehabt, ne? Wie kann das denn sein, dass ich nichts gefunden habe? Ich bin normalerweise immer gut in Sachen finden. Aber jetzt? Wann beginnt das nächste Spiel? In 7 Minuten! Ja, okay, gut. Dann muss ich gleich auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Aber ich schaue mir jetzt erstmal... Die neue Karte hier an. Oh Mann, das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich es nicht gefunden habe. Aber schaut euch mal diesen Riesenbaum da an. Was ist denn das hier? Wow! Voll cool. Ist das denn hier ein neuer Shop? Ja, das sieht hier so aus. Ah, der Shop, der bleibt doch nicht lange. Der geht auch bald wieder weg. Okay, dann schaue ich mich hier mal ein bisschen um. Also ich sehe, hier ist auf jeden Fall echt einiges los, aber... Boah, hier geht es ja auch richtig weit nach oben. Also das kannte ich noch gar nicht. Kanntet ihr das hier? Hey, wie konnte ich denn da jetzt noch nach ganz oben? Ich glaube gar nicht, oder? Ich glaube, da komme ich gar nicht nach oben. Ah, man kann hier auf jeden Fall, wenn man sich die Feder hier kauft... Boah, nee, das möchte ich nicht. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu teuer.
Ich frage mich gerade, wo ich hier diese... Okay, gut. Also eins habe ich jetzt abgeschlossen. Zwar dieses Haus hier. Okay. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich gleich für den gestiefelten Kater die ganzen Sachen finde. Also es kann ja nicht sein, dass ich da nichts gefunden habe. Wo könnte das denn sein? So, dann stelle ich mich auf jeden Fall gleich hier nochmal hin. Noch 4 Minuten. Okay, sehr gut. Dann schaue ich gleich nochmal in 4 Minuten vorbei. So, okay, ich bin jetzt wieder da. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass ich dieses Mal... Geh auf den Spielplatz. Da! Ah, ich muss hier... Ich muss hier buddeln. Ah, okay, jetzt geht's. Buddel doch schneller. Ich habe eine Schatzkiste gefunden. Ich habe die Feder gefunden. Boah, wie cool. Eins habe ich schon gefunden. Noch was. Oh, ich habe den Degen gefunden. Ah, okay, Leute, ihr müsst auf jeden Fall fragen. Und den Hut? Das heißt, ich brauche noch den Stern und die Stiefel. Die Feder? Den Stern habe ich auch gefunden. Ich brauche nur noch die Stiefel. Okay. Wow. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert, Leute. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Ach so, okay. Ha. Na gut, dann. Du hast die Feder gefunden. Ich hatte Angst. Okay. Aha, ich glaube, ich muss jetzt einfach nur warten. Ich muss jetzt einfach nur warten, bis... Oh nein, da ist noch einer. Ach so, ich muss so ganz viel laufen. Aha, so ist das also. Okay, Leute, ich habe das Spiel verstanden. Man muss zu den gestiefelten Kater gehen und ihn fragen, wo man hinlaufen muss. Es gibt unterschiedliche Buddelsachen. Einmal auf dem Spielplatz, dann einmal da, wo wir gerade waren. Unter dem Baum. Nur noch die Stiefel fehlen mir. Jawohl. Und wenn ich dann gleich nochmal die Stiefel habe, dann habe ich alle seine 5 Sachen gefunden. Okay, ja, voll cool. Okay, ich muss nur schauen, wo es dann gleich denn noch solche Sachen gibt. Wo man noch so buddeln kann. Anscheinend muss man die ganzen Sachen ausbuddeln. Und man muss das Spiel öfter spielen, weil man alles nicht in 2 Minuten schafft. Aber kein Problem. Das werde ich auch gleich auf jeden Fall noch machen. Ich hoffe, dass ich sofort die Stiefel finde. Weil dann habe ich alle 5 Gegenstände gefunden für den Kater. Oh, wie schnell sind die denn? Die sind alle viel schneller als ich. Oh Mann. So, okay. Komm, 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 komm. Ich habe alle 5 Gegenstände gefunden. Habt ihr gesehen? Ich habe die Stiefel gefunden. Yeah, voll cool. So, okay, sehr gut. Dann werde ich hier nochmal graben. Und ja, nochmal eine Feder. Okay, die anderen lasse ich für die anderen. So, dann können die noch ein bisschen graben. Ich habe ja jetzt alle Sachen. Und jetzt kann ich echt zum gestiefelten Kater gehen und sagen, ich habe alle deine Sachen. Und tada! Bravo, du hast es geschafft. Danke, dass du alle 5 meiner Gegenstände gefunden hast. Jetzt bin ich bereit und habe die größte Aufgabe. Auch wenn du nicht so ausgewöhnlich bist wie ich, nimm diesen Pelz hier als Zeichen Dankbarkeit. Okay. Ja! Boah, wie cool! Da ist er! Der gestiefelte Kater! Boah, wie cool ist der denn, oder? Der sieht richtig cool aus! Das war ein richtig cooles Abenteuer! Danke, gestiefelter Kater! Boah, der ist richtig cool! Und bald kommt ja auch der neue Film raus, da gehe ich auf jeden Fall ins Kino! Boah! Man kann auch jetzt die Gegenstände sammeln! Ach so, okay, das ist ja auch cool. So, und da ist er. Meine Katze, ich habe ein neues Pet. Boah, voll cool, schaut euch das mal an. Ja, also ich habe meine Perserkatze jetzt und der gestiefelte Kater hat mir die gegeben. Ich werde sie auch umbenennen. Oh, wie geht denn das nochmal? Ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Hä? Ja, egal. Werde ich beim nächsten Mal umbenennen. Ich werde sie auf jeden Fall Kater benennen. So nach dem gestiefelten Kater, weil ich sie jetzt von ihm habe. Also, da freue ich mich wirklich.
Ja, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt von Adopt Me und was hier alles noch so für Updates gab, dann lasst auf jeden Fall einen riesengroßen Daumen da. Schaut mal, es gibt ja nämlich auch Friseure und hier ist eine neue Gegend gebaut worden. Da seht ihr das? Da ist so eine Pizza-Party und all sowas. Das ist voll cool. Ja, und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen. Und wenn ihr mehr Adopt Me sehen wollt, dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, vielen Dank, dass ihr mir beim Spielen zugeguckt habt, wie ich die Gegenstände für den Kater geholt habe. So, ich werde mich jetzt erstmal gesund machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Julio Vogel. Hey Leute, was geht? Ich bin's Emma Vogel. Wenn ihr noch mehr von Familie Vogel hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify, iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ich sag nur eins, viel Spaß beim Hören.